Seven vs. Wild, wenn Teilnehmer das Holz nutzen, erblinden sie. Beispiel, wenn Knossi sein Feuer mit diesen Hölzern angemacht hätte und dabei die Zigarette natürlich auch schön reingehalten hätte, hätte er für eine Zeit sein Augenlicht dementsprechend verlieren oder das Auge schädigen können. Ja, wir kennen das sicherlich alle, Seven vs. Wild. Das ist eine der bekanntesten Serien in Europa. Ja, das ist eine Survival-Serie, wo entsprechend 7 Teilnehmer dort in einer Wildnis 7 Tage überleben müssen. Knossi, ein Teilnehmer, hat den, wie er ihn nannte, Todesapfel gefunden. Man sagt ihm schreckliche Dinge nach. So erzählt Knossi auch das, was er darüber gehört hat. Er erzählt zu den giftigsten Pflanzen der Erde. Ja, ich habe hier einen Erfahrungsbericht von einem Mediziner mit einem Freund, die davon abgebissen haben. Dazu gleich mehr. Aber zuerst noch mal kurz die Szene von Knossi. Obwohl, die beiden hier. Oh nee. Oh mein Gott, das ist der Todesapfel. Oh, das ist der Paradiesapfel. Schnell wieder weg. Das ist der Paradiesapfel. No joke. Isst du den, bist du tot. Regnet es da oben drauf und du kriegst das Wasser ab und es hat die Rinde oder die Äpfel berührt, ätzt es dir durch die Haut. Wir gehen wieder runter. Ihr denkt Spaß? Das ist kein Joke. Das ist der Paradiesapfel. Oh Mann, Alter, ich hätte einfach die Hängematte, ich hätte es einfach da aufgehangen. Du bist sofort tot, wenn du diese Frucht isst, bist du sofort tot. Wenn du die Rinde berührst, frisst sie sich in deine Haut. Glaubst du nicht? Google. Jetzt habe ich einen interessanten Artikel gefunden auf PubMed, ja, der größten Internetseite, wo es um internationale Studien geht, ja, besonders zum Thema Gesundheit. Der Erfahrungsbericht mit einigen Studien untermauert, klärt auf, ob Knossi recht hatte mit dem, was er sagte oder nicht. Los geht's. Ich habe ihn übersetzt. Letztes Jahr machte ich mit meinem Freund, der kein Mediziner ist, Urlaub auf der Karibikinsel Tobago. Am ersten Morgen fanden wir einen dieser idyllischen, verlassenen Strände, genau wie im Prospekt beschrieben. Ja, weißer Strand, sich wiegende Palmen, türkisfarbenes Meer. Auf der Suche nach exotischen Muscheln und Korallenfragmenten entdeckte ich verstreut am Strand liegende Kokosnüsse, Mangos und einige grüne Früchte. Sie waren rund, etwa so groß wie eine Mandarine und waren offenbar von einem großen Baum mit silbrigem Stamm und schräg stehenden Blättern gefallen. Ich biss vorschnell in diese Frucht und fand sie angenehm süß. Mein Freund aß auch davon, auf meinen Vorschlag hin. Wenige Augenblicke später bemerkten wir ein seltsam pfeffriges Gefühl im Mund, das sich allmählich zu einem brennenden, reißenden Gefühl und einem enge Gefühl im Hals entwickelte. Die Symptome verschlimmerten sich im Laufe einiger Stunden, bis wir wegen der unerträglichen Schmerzen und des Gefühls einen riesigen blockierenden Rachenklumpen kaum noch feste Nahrung schlucken konnten. Leider wurden die Schmerzen durch die meisten alkoholischen Getränke verschlimmert. Moment! Hier muss ich mal kurz eingreifen. Ich realisiere, ich habe etwas Giftiges gegessen, das mein Körper nicht so schnell entgiften kann, dass ich keine Symptome habe. Daher trinke ich Alkohol, welches weiter meine Entgiftungsfunktion einschränkt. Okay, jetzt habe ich es verstanden. Ich glaube, bei den Herren war nicht nur die Entgiftungsfunktion eingeschränkt, sondern auch die Denkfunktion. Oder sie schauen einfach zu wenig meinen Kanal, da jetzt alle mal abonnieren und die Glocke drücken, weiter geht's. Obwohl die Symptome durch Pina Colada leicht gelindert wurden, aber mehr noch durch Milch alleine. Ach, oh. Oh ja, sie haben das Gegenmittel gefunden. Ja? Im Laufe der nächsten 8 Stunden ließen unsere oralen Symptome langsam nach, aber unsere Halsknoten wurden sehr empfindlich und waren leicht zu ertasten. Als wir den Einheimischen von unseren Erfahrungen berichteten, reagierten sie entsetzt und unglaubwürdig, ja, was wir erzählten. Da die Frucht als giftig galt, ein Blick in die Literatur verriet uns, dass wie die Früchte des Manchenelbaums, auch bekannt als Strandapfel aus der Familie der Wolfsmilchgewächse, probiert hatten. Er kommt an den Küsten der westindischen Insel und Mittelamerikas vor, unter anderem Panama, wo sein dichtes Dickicht oft als Windschutz angebaut wird. Der Manchenelbaum kann schwere medizinische Probleme verursachen. Der Milchsaft verursacht bei Kontakt mit der Haut, den Schleimhauten und der Bindehaut Blasenbildungen, Verbrennungen und Entzündungen.
Der Rauch des brennenden Holzes kann die Augen verletzen. Kontaktdermatitis durch diese Art wird häufig in der Karibik und im mittelamerikanischen Raum, ja Küstengebiet genau genommen, beobachtet. Beispiel, wenn Knossi sein Feuer mit diesen Hölzern angemacht hätte und dabei die Zigarette natürlich auch schön reingehalten hat, hätte er für eine Zeit sein Augenlicht dementsprechend verlieren oder das Auge schädigen können. Verschiedene Studien über die Wirkstoffe des Machinelbaums haben gezeigt, dass Tigliane vor Bolester die wahrscheinliche Ursache für die schweren Reaktionen sind. Das sind organische sekundäre Pflanzenstoffe, die übrigens krebserregend sind. In unserem Fall hatte das Verschlucken einer winzigen Menge des Fruchtsaftes quasi eindeutig zu Geschwüren im Mund und zu einer Speiseröhre geführt und zu schweren Ödemen, das heißt Wasseransammlung. Der Abfluss des Giftes in die regionale Lymphknoten hatten vermutlich die anschließenden Nackenschmerzen verursacht. Unsere Erfahrung war erschreckend und angesichts der zunehmenden Verfügbarkeit von Pauschalreisen in die Karibik denken wir, dass die Aufmerksamkeit auf die potenzielle ernste Gefahr dieser Frucht gelenkt werden sollte. Vielleicht wären nur wenige Erwachsene, insbesondere medizinisch Ausgebildete, so töricht, ja eine unbekannte Frucht zu essen, die sie an einem fremden Strand gefunden haben. Ja? Aber Kinder würden dies mit großer Wahrscheinlichkeit tun, vor allem wenn sie finden, dass diese Frucht dementsprechend süß schmeckt und auch riecht, ja? Ähnlich wie eine reife Pflaume. Dann habe ich noch eine weitere Studie gefunden in einer retroperspektiven Serie von 97 Fällen bei der Einnahme von Machinelfrüchten, die der französische Gift-Notrufzentrale zwischen 2009 und 2017 gemeldet wurde. Diese Frucht ist dafür bekannt, dass sie Läsionen, das heißt Verletzungen oder auch Funktionsstörungen der Oropharynx, das heißt ist die Region hier quasi, und des Gastrointestinaltraktes, offensichtlich war hier ein Cut, weil dieses Wort ist natürlich nicht einfach so über die Lippen gegangen. Sowie möglicherweise Hypertonie, das heißt Blutdruckabfall, und Bradykardie zu langsamer Herzschlag verursacht. Die am häufigsten beobachteten klinischen Symptome waren Oropharynxiale, ja, also Oropharynxiale, Schmerzen, abdominale Schmerzen, Durchfall, ja, oropharyngeale Reizungen. In den 5 Fällen, in denen eine Endoskopie des oberen gastrointestinalen Trakts, GI, durchgeführt wurde, wurden keine größeren Läsionen des gastrointestinalen Trakts beobachtet. In einem Fall wurde ein Kehlkopfödem und in einem Fall ein Bradykardie beobachtet. Der Verzehr von Machinelfrüchten kann leichte Bauchschmerzen und Verdauungsreizungen verursachen, die eine ärztliche Behandlung erfordern. In seltenen Fällen, wenn mehrere Früchte verschluckt wurden, konnten schwere oropharyngeale Verletzungen oder hämodynamische, das heißt der Blutstromdynamik dementsprechend hingezogen, ja, auftreten. Ja? Ein konsultierender HNO-Arzt ist hier dementsprechend zu empfehlen. Überwachungen werden dann erforderlich. Die Analyse der geernten Früchte bestätigen das Vorhandensein von Physiosigmin. Das wäre ein Gegengift gegen das Pfeilgift der Arwak und Taino, ein Volk in Südamerika, ja, wofür sie den Machinelbaum eigentlich benutzen. Fassen wir zusammen, Knossi hat nicht ganz Unrecht. Hier wurde dargestellt, was ein Biss ausmachen würde. Wenn die ganze Frucht gegessen werden würde, ja, kann es sehr gut sein, dass man davon stirbt. Der Regen, der diese Pflanze runtertropfen lässt, ätzt sich nicht durch die Haut. Dazu kommt es dementsprechend in keiner Information, dass das so wiedergegeben wird, sondern ehefalls der Milchsaft, welcher zu starken Verbrennungen und Entzündungen führen kann auf der Haut, das trifft schon eher. Was er nicht erwähnt hatte, war, dass der Rauch zur Erblindung führen kann, was sehr wichtig ist, denn einige Teilnehmer sammeln Holz und machen damit Feuer, was fatal enden kann für ihr Augenlicht. Da sollte gut geschult werden, da man sich gerne mal nah am Feuer aufhält und das Feuer, wir kennen es, immer dort Rauch entwickelt, wo man gerade sitzt oder sich gerade hingesetzt hat. Ja, ein Fluch. Wenn ihr mehr über Gesundheit wissen möchtet, so abonniert doch einfach kostenlos hier diesen Kanal, ja, und schreibt einen Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Video. Danke für die Aufmerksamkeit. Ich sag ciao.